Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play namens Enderal. Enderal ist eine Mod für Skyrim, eine komplett kostenlose Mod. Wie ihr die Mod erhalten könnt, steht unten in der Videobeschreibung. Enderal ist eine komplett selbstständige Mod, also nur die Engine basiert auf Skyrim, ansonsten ist es an sich ein eigenes Spiel. Ich habe Skyrim nie gespielt, deshalb kann ich euch jetzt im Spiel nicht direkt sagen, was ist anders in der Mod als im Hauptspiel. Aber ich habe die Mod gesehen, ich habe mir einen Trailer angeschaut und fand sie eigentlich damals schon ziemlich geil, als ich den Trailer gesehen habe. Nun haben die Entwickler die Mod endlich veröffentlicht und ich freue mich richtig, diese Mod zu spielen, und ja, ich würde sagen, wir klicken einfach mal auf Neu und schauen mal, was uns erwartet. Im Übrigen alles auf Deutsch, auch in Deutsch vertont, also von daher kann ich nur sagen, wird geil. So. Okay. Ja, das alles, also ich habe gelesen und gehört, dass es hier auch richtige Klassen geben soll, so Kriegerklasse, Magierklasse etc. pp. Und dass man diese Klassen auch mischen kann, also sich auch eine Hybridenklasse anlegen kann, finde ich auch sehr interessant. Und eine Familie kennt die realistischen Tierwelt und weiß auszunutzen. Manche Arten, Kämpfe und so weiter. Ja, und wir sehen diesem gestartet. Ein schöner Sommertag. Und wir sehen die Mod. Ich muss mit Fatih sprechen, er hat mir etwas Wichtiges zu sagen. Ja, machen wir sofort, aber erst guckt euch das an. Sieht das nicht mega geil aus? Also ich finde, das sieht mega geil aus. Und wir sollen mit... Huch! Stand hier... Achso, ich stand hier drauf. Okay. Wir sollen jetzt mit Fatih sprechen. Mal gucken, was uns Fatih zu sagen hat. Kann ich mir irgendwas anschauen? Oder... Was mitnehmen? Scheinbar nicht. Okay. Ich möchte mal ganz kurz was gucken. Tagebuch. Dieses ist euer Tagebuch. Hier könnt ihr eure Aufgaben, Statistiken und Systemeinstellungen vornehmen. Unter Quests könnt ihr Aufgaben markieren. Dann werden ihre Questziele auf der Karte angezeigt. Sofern die Quest über bekannte Ziele verfügt, unter Statistiken könnt ihr eure bisherigen Schritte verfolgen. Unter dem System könnt ihr Einstellungen für Gameplay-Anzeige und Steuerung vornehmen. Unter Hilfe... ein Handbuch für das Spiel finden, falls ihr Hilfe benötigt. Ja, ich wollte jetzt erstmal nicht Mod-Konfiguration, Einstellung. Ich wollte ganz kurz, ja, machen wir die Gesamtlautstärke ein bisschen leiser. Ich fand es nämlich ein bisschen laut. Sehr schön. Die Mod soll übrigens 30 bis 100 Stunden Spielspaß versprechen. Es stand da, je nach Spielstil. Also ich bin gespannt, wie lange wir hier brauchen werden. So, ist das hier unser Pferd? Oder steht das Pferd hier nur? Ich glaube, das Pferd steht hier nur. So. Eine Puppe? Was haben wir hier? Lesen. Und ein ganzes Buch, was wir zum Lesen haben. Mit M1 und M2. Ach, mit Maus 1 und Maus 2. Hab mir gerade überlegt, was M1 und M2 ist. Fleisch ist Leben. Das wussten selbst die Aschvölker, die diese Welt von uns, vor uns besiedelten. Jedes Mal, wenn sie einen Feind in der Schlacht besiegten, rissen sie ihm Leber und Herz aus dem Leib und verspeisten sie zusammen mit ihren Familien. Lecker, lecker. Denn jeder weiß, dass die Kraft des Besiegten auf einen übergeht. Aber da wir in einer Zeit leben, in der
der Verzehr von Mitmenschen unsichernerweise als Barbarei angesehen wird, ja, verstehe ich auch nicht, also verstehe ich nicht. Müssen wir die Freunde des blutigen Fleisches uns mit tierischem begnügen? Also verstehe ich auch nicht, wieso, weshalb, warum. Im Übrigen, was ich euch noch nicht erzählt habe, was ihr benötigt, um diese Mod zu spielen. An sich benötigt ihr nur eine legale Version von Skyrim, steht aber auch alles auf der Seite, was ihr benötigt, um diese Mod spielen zu können. Also einfach mal in die Videobeschreibung schauen, da habe ich euch die Seite verlinkt. Huch. So, können wir auch... Ich kann da noch nicht rauszoomen, wahrscheinlich, weil wir unseren Charakter ja noch nicht erstellt haben. Geht momentan nur die Ego-Perspektive. Drücke E, um mit Fatih zu sprechen. Hallo, Fatih. Oh, hey, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Und, mein Kind, wie war die Suche? Hast du es finden können? Was finden können? Frag mal erstmal, wo wir eigentlich sind. Wo wir hier sind? Zu Hause natürlich, mein Dummerchen. Was ist das denn für eine Frage? Nur Schwesterchen, Mutter, du und ich. Und jetzt sag, wie war die Suche? Hast du es gefunden? Ja, was denn? Nein. Oh, schade. Vielleicht suchst du ja einfach nur an den falschen Orten. Hast du daran schon mal gedacht? Naja, wer weiß. Ich schlage vor, du gehst jetzt erstmal rein und schaust, ob du Mutter drinnen ein wenig beim Kochen zur Hand gehen kannst. Der Schöpfer war nämlich heute gnädig zu uns und hat mir einen dicken, fetten Elch vor den Bogen getrieben. Alles klar? Ja, klar. Warum denn auch nicht? So, öffnen. Durchsuchen. Okay. Verbrauchgegenstände, alle, okay. Aber scheinbar können wir nichts rausnehmen. Und wir haben an sich nur unser Buch, was wir gerade eben gefunden haben. Okay. Also das war Let's Play Enderal. what the fuck war das? Haben wir Fleisch? Was kommen hier? Kann man hier irgendwas mitnehmen? Moment, irgendwas kann ich hier mitnehmen. Wein. Ja, ja, also ich muss mir hier mal Mut antrinken, um hier weiterspielen zu können. Hier haben wir den Elch, den er erlegt hat. Ein paar die Pfeifen. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ich hatte ganz vergessen, was das für eine Sauerei hier drin ist. Aber übertrieben habe ich nicht, oder? Ein richtiges Prachtstück der Gute. Also, dann würde ich mal sagen, wir machen uns an die Arbeit, oder? Aber was ist mit Mutter und Schwesterchen? Was? Ach siehst du, das habe ich total vergessen. Die sind doch tot. Weißt du nicht mehr? Du hast sie damals ermordet, alle beide. Was? Aber ist doch eigentlich auch egal, oder? Was passiert ist, ist passiert. Und so bleibt immerhin mehr Fleisch für uns übrig. So, weißt du noch, wie das geht? Erst weg mit der Haut, dann auf mit dem Bauch. Dann raus mit den Gedärmen. Ich suche in der Zeit nach einem schönen, großen Messer, damit wir ihm den Kopf abtrennen können. Den will ja niemand essen. Aber ich habe die beiden nicht getötet. Das waren die Männer mit den Masken. Aber ich habe die beiden nicht getötet. Das waren die Männer mit den Masken. Was nehme ich denn hier? Ich glaube, ich nehme die Mitte. Ach, mein Dummerchen. Was soll denn das jetzt schon wieder? Wir wissen beide, dass das eine Lüge ist. Du warst es. Ich weiß es noch ganz genau. Als erstes hast du Schwesterchens Krippe angezündet. Sie hat doch dann so schrecklich laut geschrien, weißt du nicht mehr? Mutter hat es mitbekommen und wollte sie retten. Aber als sie endlich oben war, war da nur noch verbranntes Fleisch übrig und... Ach, warum kommst du eigentlich immer wieder mit der alten Geschichte? Kannst du mir das mal erklären? Du weißt doch, wie unglücklich es mich macht, wenn du das tust. Du hast sie ermordet. Punkt aus, fertig. Und egal, wie oft du es abzustreiten versuchst, es ändert nichts daran. Verstehst du? Gar nichts. Und jetzt lass uns bitte endlich essen. Ich bin so verflucht hungrig.
Ja, okay. Beim Namen des Schöpfers, was sollen diese Lügen? Reicht es denn nicht, dass du uns ermordet hast? Musst du mir auch immer und immer wieder mit diesem verdammten Gejammerer auf die Nerven gehen? Manchmal wünschte ich, der Schöpfer hätte mich nur ein klein bisschen weniger barmherzig, ein klein bisschen weniger gutgläubig geschaffen, weil ich dann nämlich rechtzeitig erkannt hätte, dass du von Sünde befleckt bist. Dann statt dich großzuziehen, durchzufüttern und dir Liebe zu schenken, hätte ich dich gleich nach deiner Geburt in den Pferdetrog gesteckt, so wie es richtig gewesen wäre. Ja, ich hätte dich töten sollen. Ich hätte dich einfach töten sollen. Genauso wie du uns getötet hast. Und jetzt glaubst du, du wärst sicher, weil wir alle unter der Erde liegen, was? Na dann hör mal gut zu, mein Kind. Da hast du dich geschnitten. Und weißt du auch warum? Weil die Toten nicht vergessen. Hörst du? Die Toten vergessen nicht. Und jetzt genug des Geredes. Ich will endlich essen. Bring mir das Fleisch, du verzogenes Balk. Bring es mir. Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Beendet. Ein schöner Sommertag. So schön Worte hält's nicht. Beginnen wir mit einer Frage. Vielleicht wird sie euch simpel erscheinen, aber dennoch bitte ich euch, darüber nachzudenken. Was unterscheidet einen freien Menschen von einem Sklaven? Für nun jedoch beginnen wir diese Geschichte, wo eine andere vor 3 Jahren endete. Beim Fall der Lichtgeborenen. 4000 Jahre hatten sie über diese Welt geherrscht. 7 Arkanisten, durch Magie unendliches Leben erlangt hatten. Sie gaben der Menschheit in einer Zeit des Chaos das, was sie ihrer Meinung nach brauchte. Eine harte, aber beständige Herrschaft. Binnen eines einzigen Jahrhunderts einten sie die zerfallenen Länder. Und nur ein weiteres Jahrhundert später war ihr menschlicher Ursprung vergessen. Sie wurden zu Göttern oder Lichtgeborenen, als die sie sich verehren ließen. Doch je länger sie herrschten, desto mehr Stimmen wurden laut, die sie der Tyrannei bezichtigten. Die lauteste davon war die Nara zu Arantias. Und ihm gelang schließlich das Unmögliche. Das einzige Erleuchtung der Religion ist ein brennender Tempel. Er scharte eine Armee um sich, stürzte die Lichtgeborenen und schenkte den Menschen ihre Freiheit wieder. Der Preis dafür war jedoch verheerend. Denn wo Machtlücken entstehen, entbrennen Kämpfe. Und so geriet die Welt in den Zustand, in dem sie sich heute befindet. Zerfallen, zerrissen und zerbrochen. All das waren gute Voraussetzungen dafür, dass niemand in all dem Chaos eines bemerkte. Der Tod der Götter hatte noch etwas anderes in Bewegung gesetzt. Ein Uhrwerk, das lange stillgestanden hatte und dessen Zahnräder sich nun langsam wieder zu drehen beginnen. Dies ist die Geschichte eines Menschen, der frei sein wollte.